Dann schauen wir uns doch mal die Mission 6 an. War es doch, ne? Genau, Alarm Call. Make contact with lost members of Squad Lorenzo. Also, versuche Kontakt aufzunehmen mit den verlorenen Mitgliedern von Trupp Lorenzo. Also doch nicht die Funkstation? Okay, gucken wir mal. During the attack, contact was lost with Squad Lorenzo. According to Sensorium data, they are alive but unmoving. Find them and press on. Sergeant of the squad, accept your orders. One squad is available for your command. Terminators enter here. Scans have detected gene stealer presence in these areas. Get the squad safely to the exit zone. You will escort Brother Librarian Calistarius and link up with the incapacitated squad. Revive the members of Squad Lorenzo and fall back to protect the main force. Brother Calistarius must not fall. Also ein Librarian, für diejenigen unter euch, die Warhammer 40.000 noch nicht so gut kennen, ein Librarian ist sowas wie ein Zauberer. Also ist eigentlich ein Psioniker, der die Kraft des Warp nutzt, um bla, ist ein Zauberer. Wenn man es einfach sehen will. Also wir müssen von hier aus los mit dem Psioniker. Müssen zu Squad Lorenzo, den dann wiederbeleben und zwar dahin gehen. Und wo Squad Lorenzo ist, wissen wir noch nicht. Jedenfalls sehe ich auf der Karte keine Markierung, die das andeuten würden. Gucken wir mal genau, was da steht. Platziere bewusstlose Terminatoren in verschiedenen Räumen. Achso, ich darf mir aussuchen, wo die liegen. Klingt komisch. Die Hälfte der Terminatoren sind randomly placed. Also ich sage, sie sollen da stehen und die anderen kommen irgendwo anders raus. Jedenfalls 50% von denen. Okay. Und es sind 3 Space Marines, keine Terminatoren. Squad Lorenzo sind Space Marines? Okay. Und dann verlasse das Level mit dem Librarian und 2 Terminatoren. Also wir wiederbeleben Space Marines und lassen sie dann zurück. Und hauen ohne die ab. Okay. Gucken wir mal. Und gucken wir mal, wie lange diesmal der Ladebildschirm ist. Chain Fists können automatisch durch Türen durchschlagen. Also sie zerstückeln. Das ist praktisch. Weil mit den Schießen sind das ja teilweise 2-3 Schüsse. Und ich glaube, die Power Fist ist auch immer nur ein Würfelwurf. Und bei so und so viel Plus geht sie kaputt. Aber ja. Dafür, dass wir nur einen an Chain Fist haben, ist es nicht so pralle. Ich hätte gerne lieber, dass man halt irgendwie Wände zerstören kann und so Gänge schaffen oder Türen permanent verschweißen oder sowas. Das wäre auch noch ganz praktisch. Also, dass man mehr mit der Umgebung interagieren kann. Aber ja, ist halt das Grundspiel. Das kommt bestimmt später. Also, nicht bestimmt, aber es kommt eventuell mit DLCs oder Add-ons. Da mache ich mir echt Hoffnung, dass sie dann von dem Grundspiel aus noch erweitern, mehr Hausregeln reinbringen und viel mehr Missionen und auch ein wenig besser zusammenhängende Missionen. Weil hier gibt es zwar einen Plot und die Missionen hängen auch zusammen, aber das ist nicht ganz so ineinandergreifend, finde ich. So, aber jetzt hätte ich 1A erwartet, dass wir den Angriff auf die Pumpstation spielen und nicht eine Rettungsmission. Aber, ja. Übrigens ist es wieder ein langer Ladebildschirm. Aber ich kann schon die Karte hören, genau. So, wir haben 2 Terminatoren. Was ist das? Oh, das sind Claws. Also so eine Clown quasi. Hoffentlich ist es besser als ein Hammer. Hoffentlich ist es besser als ein Hammer. Ich sehe den jetzt schon beim ersten Schlag sterben. Irgendwas macht hier ganz schön Lärm. So. Und es sind doch keine Space Marines, sondern Terminatoren. Da war ein Schreibfehler. Also, ja, in Terminatoren stecken auch Space Marines drin. Aber normalerweise, wenn man sagt Space Marine, dann denkt man an einen Typ mit einer Servorüstung.
und nicht an Terminatoren. Da hätten sie ruhig Terminator schreiben können. Und da ist Lorenzo. Das heißt, wir konnten uns nicht aussuchen, wo sie liegen. Also wir müssen jetzt... Oh, die Tür ist demoliert. Das sind aber eine Menge Leute. Der ganze Squad halt, ne? Alle fünf. Und mit zwei Mann? Das ist übel. Aber interessant. Und interessant ist toll. Ich weiß nicht, was der Librarian alles kann. Also stehe ich mir nach hinten. Und den Chainclaw-Typen nach vorne und mache Deploy. We walk with death. Und die Hälfte wurde nicht random weggebracht. Also hatten wir wohl Glück gehabt. So, was haben wir denn da alles an Fähigkeiten? Wir können ein Psi zu einem CP verwandeln. Wo ist seine Psi-Anzeige? 20 Psi. Regeneriert sich das in der Runde? Force Barrier. Blockiert ein Feld für einen Zug. Oh, das ist praktisch. Psychischer Sturm. Zielt auf eine einzelne Einheit und für einen Wurf von 2 plus tötet es. Und Psychic Storm. Das ist halt ein Flächendingens, aber tötet nur bei einer 4 plus. Trotzdem ziemlich mächtig. Vor allem, wenn die Psi-Punkte sich regenerieren. Wenn die nur einmalig da sind, ist das immer noch ganz unpraktisch. Gerade hier Psi in CP zu verwandeln. Wenn es mal eine enge Situation ist und man nicht genug hat für einen Overwatch oder dergleichen. Aber gut, wir wollen jetzt möglichst schnell Terminatoren aufwecken, damit wir mehr Spieler haben. Was sagt die taktische Karte? Die taktische Karte sagt, von hier kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 diese Gänge lang. Also es können von hier. Ne? Hier hinten sind nur 2. Das ist ein Flammenwerfer. Ich mag keine Flammenwerfer. Wie viele müssen wir aufwecken? 3. Nee. Also wir müssen den Flammenwerfer-Typen nicht aufwecken. Aber ich würde doch schon mal gerne eine Mission perfekt schaffen quasi. Also wecken wir den auch auf. Und ich glaube, den wecken wir auch zuerst auf, weil er ziemlich nah dran ist. Also gut. Du gibst eine Beschreibung für die Claws. Lightning Claws, 1 AP. Ich würde gerne wissen, wie viel besser die Klauen sind. Aber es steht wahrscheinlich nur in einem mitgelieferten Handbuch und ich lese keine Handbücher. Jedenfalls selten. So, mach mal Tür kaputt. Tür. Aber ach, hallo. Was zur Hölle? Hat er gerade Chewbacca gesagt? ja, aber es fehlt mir noch etwas. Und zwar fehlt mir das elektrische Knistern um die Klingen rum. Oder kommt das nur, wenn er zuschlägt? Da muss ich mal drauf achten. Ja, ich bin pingelig bei solchen Sachen. Wir wollten nach oben. Also geh mal vor. Und da wir eh kein Overwatch brauchen, kannst du die Punkte auch verballern. Also geh mal dahin. So, du verbrauchst jetzt mal ein Psi. Das kostet keine AP. Das Psi anwenden, das ist schon mal sehr gut. Und wir achten jetzt drauf, ob er nächste Runde 20 hat oder immer noch 19. So, und du gehst mal... Er hätte gar nicht hochgemusst, fällt mir ein. Eigentlich muss nur er dahin und ihn irgendwie aufwecken. Ja, Fragen über Fragen. Komm, schicken wir ihn dahin. Und gucken dann, ob auch er hier den aufwecken kann. Also einfach mal so gegenschubsen oder so. Oder ob das wirklich er machen muss. Weil er hat keine Fähigkeit, die so heißt. Und Gott sei Dank hat er einen Stormbolter und nicht irgendeinen anderen Schnickschnack. So. CP sind aufgebraucht, AP sind aufgebraucht. End turn. Gucken wir mal, wo sie herkommen. Von unten links ein Blip. Von links 2 Blips. 3 Blips. Das könnte interessant werden. Und 6 CP, das ist doch schick. Können wir den Storm... Ach, der ist wie ein Flammenwerfer. Ja, lassen wir erstmal. So, du gehst bitte dahin. Machst das kaputt.
Bulkhead is open. Ah, Bulkhead is open. So viel also zu dem Chainfist-Dingens. Die Lightning Claws sind da. Genauso gut, würde ich sagen. Du gehst mal so hin und guckst mal, ob du ihn aufwecken kannst. Dun, dun. Revive. Jo, brauchen wir gar nicht ihn hierfür. Das heißt, du könntest schon mal da hinten hingehen. Moving. Und hier anfangen aufzuwecken. Zwar ein bisschen riskant, weil... Naja, nicht wirklich. Hier hinten ist höchstens noch ein Entry Point. Also ja, das passt. Du geh mal dahin und verbrauch deinen letzten AP. Du hast keine AP. Weil du gerade erst aufgewacht wurdest, geweckt wurdest. Okay. So, von links, also von Westen, wenn da jetzt Norden ist, angenommen, kommt gleich eine ganze, ganze Menge. Drei Stück. Plus noch ein Blip. Komischerweise nicht aufgedeckt wird, dafür der Blip hier unten. Also ja, da ist definitiv was kaputt, was das Blip-Aufdecken angeht. Du gehst mal bitte hier hin. Clear a path. Du gehst bitte hinterher. Damit du eventuell nächste Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6 da. Ja, Flamer stellt sich nächste Runde da hin, guckt nach da und brennt den Gang hier lang. Dann müsste er alle vier erwischen. Und er hier stellt sich davor, vor die Flammen und geht in Guard-Modus, um alles kaputt zu hauen, was da so im Weg ist. Also so. Genau. Du machst die Tür einfach auf, statt sie zu zerstückeln. Gehst da und wächst ihn hier auf. Eins, zwei, Tür öffnen, drei, vier, fünf, sechs, Blip, random, Raumwurf, da. Also könnten sie bis hier hinkommen. Das heißt, er wird jetzt geweckt. Nächste Runde steht er auf. Geht nach da, macht die Tür auf, geht in Overwatch und schießt vielleicht vorher einmal. Du hättest noch einen Aktionspunkt, den kannst du dich jetzt schon mal drehen. Nee, kann er nicht. Oh, das finde ich gut. Also man kann jetzt nicht schummeln und durch Aktionspunkte ihm, durch Command-Punkte ihm Aktionspunkte zuschieben, obwohl er gerade erst aufgeweckt wurde. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. So, du gehst währenddessen dahin, damit du nächste Runde mit etwas Glück den Sergeant aufwecken kannst. Weil hier kommen ja gerade keine Blips an. Die sind ja alle hier oben am Gang. Ja, sehr schön. Alle Punkte verbraucht, außer der Flammenwerfer, der hat noch einen. Dann geh mal dahin. So, es dürfte eigentlich nichts passieren können. Mal gucken. Und warum ist der Librarian eigentlich blau? Ist das normal bei den Blood Angels? Ich habe die Armee nie gespielt, also Oh, das sind viele. Aber die haben sich blöd hingestellt. Da oben kommt noch ein Blip. 5 CP, sehr schön. Wir haben momentan noch keine Möglichkeit, das neu zu würfeln. Du dahin, du dahin. Tür öffnen. Und in Overwatch gehen. Aber das sind ganz schön viele. Und das sind nicht sehr viele Felder. Das heißt, er kann nicht sehr auf viel schießen. Ja. Stay alert, Brothers. So, du hast immer noch 19. Also sie regenerieren sich nicht. Oh, warte mal. Ich mache einfach einen Psi-Sturm. Wie viel kostest du? 3 Psi. Ja, aber besser, als wenn einer von uns eventuell sterben könnte. Ich will echt kein Risiko eingehen. Also mach kaputt. Bei einer 4+.
Der Blip ist tot. Ja, und du kannst pro Runde nur einmal sie anwenden. Ja, stell dich mal da hin.